Hallo alle zusammen, ich bin die Amina und bin bereit, mit euch jetzt ein Power Pilates Programm für Anfänger zu machen. Lasst uns mit einem kleinen Warm-up beginnen. Wir dehnen erstmal die Handgelenke, weil wir ein paar Stützübungen machen werden. Und auch die Schultermuskulatur, Brustmuskulatur und die Schultergelenke. Kreist deine Schultern. Zieh den Ellbogen nach hinten und wieder nach unten. Nach hinten und wieder nach unten. Nach hinten und nach unten. Erstmal ziehen, kreisen und dann nach unten schieben. Ziehen, kreisen und nach unten. Ziehen, kreisen und nach unten. Beide. Und nach unten und nach vorne schieben. Und nach oben, nach unten und die Handflächen weit wegschieben. Und wieder kreisen und nach vorne. Wieder ziehen hoch und nach vorne. Noch einmal. Und nach vorne. Und dann schieb den Rücken nach hinten raus. Und komm wieder nach oben. Und nach vorne. Und nach oben. Nach hinten. Nach vorne oben. Ein letztes Mal. Und wieder lösen. Dann setz dich längs auf deine Matte. Greif deine Füße und beug dich ein bisschen nach vorne. Der Rücken bleibt ganz gerade. Und dann schiebst du deine Hände mit deinen Füßen weg. Nach vorne schieben und zurück. Und dann zieh die Zehen zu dir und versuch deine Fersen weit wegzuschieben. Du ziehst die Zehen zu dir und schiebst die Fersen weg von dir und stemmst sie in deine Matte. Und dann wieder lösen. Gut, dann kommen wir schon zur ersten Übung und zwar in den Vierfüßler. Die Hände sind schulterbreit geöffnet und die Knie sind hüftbreit geöffnet und du kannst die Knie ein bisschen weiter nach hinten bringen als sonst, also den Abstand zwischen deinen Händen, zwischen deinen Knien ein bisschen mehr vergrößern. Stell deine Zehen auf, zieh die Schultern von den Ohren weg und dann komm nach oben. Drück dich nach oben und wieder nach unten. Atme aus, zieh den Bauchnabel nach innen und wieder nach unten einatmen, Kopf in Verlängerung. Und wieder ausatmen und einatmen. Und aus. Und ein. Sehr gut. Noch zweimal. Aus. Versuch wirklich den Rücken gerade zu halten und schick die Sitzknochen nach oben zur Decke. Und wieder nach unten. Und ausatmen. Und einatmen. Sehr gut. Dann komm in den Unterarmstütz. Du kannst die Hände zusammenbringen oder auseinander. Okay, dann streck dein rechtes Bein aus und schieb deine Ferse weg von dir. Wieder zu dir und dann wegschieben und wieder zu dir. Versuch wirklich im Rumpf stabil zu bleiben. Zieh deine Bauchdecke nach innen oben und auch den Brustkorb nach innen oben schieben. Schultern von den Ohren weg und ausatmen und ein und aus und ein. Ausatmen, Kopf in Verlängerung halten und wegschieben und wieder zurück. Aus,
Sehr gut. Und wieder zurück. Aus. Und ein. Noch einmal aus. Und ein. Gut. Dann komm in die Bauchlage. Und halte den Brustkorb angehoben. Die Beine sind lang. Und dann platziere deine Hände neben deinen Schultern. Atme zur Vorbereitung in deinen Bauch ein. Ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen. Streck deine Beine ganz, ganz lang aus. Atme ein, ausatmen, heb deine Beine vom Boden ab und auch deine Arme. Und wieder nach unten. Aus. Und ein. Und aus. Und ein. Und aus. Und ein. Sehr gut. Aus. Und ein. Und wenn es dir zu anstrengend ist, kannst du gerne auch einzeln heben, also ein Arm und ein Bein diagonal heben und wieder absenken. Diagonal heben und wieder absenken. Auf und ein. Halte deinen Kopf in Verlängerung. Zieh das Kinn in Richtung Brustbein, Blick in Richtung Boden. Sehr gut, dann drück dich wieder nach oben. Und jetzt werden wir diese Übungen miteinander zu einem kleinen Flow verbinden. Komm wieder zurück in den Vierfüßler. Die Zehen aufgestellt. Bring die Knie etwas weiter nach hinten. Zieh die Schultern von den Ohren weg. Heb deine Knie vom Boden ab. Und geh nach hinten. Komm nach vorne in den Unterarmstütz. Streck im Wechsel ein Bein aus. Wieder zu dir. Abheben und wieder absenken. Komm in die Bauchlage. Streck deine Beine lang aus. Und heb deine Beine. Brustkorb und Arme vom Boden ab. Komm wieder nach unten und drück dich wieder nach oben hoch. Ausatmen. Einatmen. Aus. Einatmen, halten. Aus. Strecken. Kopf in Verlängerung. Einatmen. Seite wechseln. Aus. Ein, ausatmen, Beine lang ziehen, einatmen, ausatmen, hoch, einatmen, nach unten, ausatmen, drück dich wieder nach oben, einatmen, nach unten, ausatmen, geh tief, einatmen, halten, ausatmen, strecken. Einatmen, aufsetzen. Ausatmen, strecken. Einatmen, aufsetzen. Ausatmen, geh tief. Einatmen, Beine lang ziehen. Ausatmen, heben. Einatmen. Ausatmen. Komm wieder nach oben. Einatmen nach unten, ausatmen, absenken, einatmen und ausatmen, einatmen, ausatmen, ein, ausatmen, geh tief, streck die Beine lang ein, ausatmen, heben. Einatmen nach unten. Ein letztes Mal. Aus. Nach vorne ein. Ausatmen, geh tief.
Einatmen, halten. Ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen. Einatmen, ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen. Ein, ausatmen, geh tief. Streck die Beine ganz lang aus. Atme ein, ausatmen, heben. Einatmen, senken. Sehr gut. Dann kommen wir in die Seitlage. Leg dich auf deinen Arm ab. Das Unterbein bleibt angewinkelt und das Oberbein ist gestreckt. Heb deine Taille vom Boden ab und versuch wirklich hier deine Seiten zu verlängern. Stütz dich mit deiner Hand vorne am Brustkorb ab und streck nochmal das Oberbein lang aus. Zieh die Schulter nach unten, atme ein, ausatmen hoch, einatmen nach unten. Ausatmen hoch, einatmen nach unten. Aus und ein. Und versuche immer wieder ganz bewusst das Bein richtig lang zu ziehen. Aus und ein. Und aus und ein. Noch einmal aus und einatmen. Sehr gut. Kurz ausklopfen. Und dann kommen wir zu der inneren Beinmuskulatur. Jetzt winkelst du das Oberbein ab, Knie am Boden und streckst das Unterbein lang nach unten aus. Auch hier wieder die Taille vom Boden weg, neutrale Position, stütz dich hier ab, zieh die Schulter vom Ohr weg, atme ein und ausatmen, heb dein Bein nach oben an. Stell dir vor, du hast ein Gewicht auf deinem unteren Bein und du hebst das Gewicht langsam nach oben und langsam nach unten. Ausatmen, du ziehst den Bauchnabel nach innen, einatmen, ein, ein, aus und ein. Noch zweimal aus und ein. Ein letztes Mal aus und ein. Sehr gut, dann komm nach oben, stütz dich auf deinen Unterarm ab, beide Beine sind angewinkelt, heb deinen Brustkorb nach oben an, kreis deine Schulter nach hinten und dann atme ein, ausatmen, heb dein Becken lang nach oben bis zur Decke an, einatmen, komm nur ganz leicht wieder nach unten und ausatmen, wieder nach oben. Versuch die Spannung zu halten, wenn es gar nicht geht, dann kannst du ruhig zwischendurch wieder aufsetzen, ansonsten bleibst du hier oben. Aus und ein und aus und ein. Ausatmen, einatmen, sehr gut. Noch zweimal aus, zieh den Bauchnabel fest nach innen, einatmen. Ein letztes Mal aus und ein. Gut, dann kommen wir zu der zweiten Seite. Beginnen wir gleich hier mit dem Unterarmstütz. Kreis deine Schulter nach hinten. Heb dein Brustkorb nach oben an. Atme hier ein. Und ausatmen, heb dein Becken nach oben zur Decke an. Nicht nach vorne, nicht nach hinten, sondern gerade nach oben. Und einatmen, aus, zieh den Bauchnabel nach innen und wieder nach unten. Aus und ein und aus, einatmen. Aktiviere dein Powerhouse, zieh den Bauchnabel fest nach innen und wieder nach unten. Noch zweimal aus und ein und ein. Gut, dann locke deinen Arm aus und leg dich flach ab. Das Unterbein ist angewinkelt. Streck dein Bein lang aus. Zieh die Schulter vom Ohr weg. Heb deine Taille vom Boden ab. Und streck das Bein nochmal in die Länge. Atme ein, ausatmen, heb dein Bein nach oben an.
Einatmen. Aus. Und ein. Ausatmen. Und ein. Zieh immer wieder ganz bewusst das Bein in die Länge. Und wieder nach unten. Aus. Und ein. Aus. Und ein. Noch viermal ausatmen. Zieh den Bauchnabel nach innen. Immer dein Powerhouse aktivieren. Alles passiert aus deiner Körpermitte raus in Pilates. Letztes Mal. Gut. Und dann kurz ausklopfen. Und dann kommen wir schon zum unteren Bein. Winkel das obere Bein ab. Und streck das untere Bein richtig lang aus. Zieh die Schulter nach unten. Atme ein und ausatmen. Heb dein Bein nach oben an. Und einatmen. Wieder nach unten. Aus. Und ein. Und aus. Ein. Stell dir vor, du hast ein Gewicht auf deinem Bein und du hebst das Gewicht langsam nach oben an. Aus. Und ein. Und aus. Ein. Aus. Ein. Noch zweimal. Aus. Ein. Letztes Mal aus. Und ein. Gut. Dann komm in die Rückenlage. Stell deine Beine hüftbreit auf und bring deine Arme nach oben, nach hinten. Atme zur Vorbereitung in deinen Bauch ein und ausatmen. Zieh den Bauchnabel nach innen und komm Wirbel für Wirbel nach oben. Atme dabei aus. Einatmen nach unten. Ausatmen nach oben. Den Bauchnabel gut nach innen ziehen und einatmen. Aus. Sehr gut. Und ein. Und aus. Und ein. Ein letztes Mal aus. Und ein. Gut, dann kommen wir zu der schrägen Bauchmuskulatur. Wir atmen aus. Gehen nach rechts. Einatmen, ausatmen, nach links. Du möchtest die Schulter zum gegenüberliegenden Beckenknochen bringen. Einatmen und ausatmen. Ein und aus. Sehr gut. Einatmen, ausatmen und ein und aus. Und ein. Noch einmal nach rechts, noch einmal nach links. Aus. Und ein. Letztes Mal. Aus. Und ein. Gut. Dann roll dich Wirbel für Wirbel ab. Bring die Arme nach unten. Und versuch wirklich hier deine Schultern weich aufliegen zu lassen. Und roll dein Becken etwas ein. Atme ein, ausatmen, komm Wirbel für Wirbel nach oben. Das Gewicht ist zwischen deinen Schulterblättern. Bleib hier, atme ein, ausatmen, heb die rechte Fußsohle vom Boden ab. Einatmen, wieder nach unten. Ausatmen, Seite wechseln und wieder nach unten. Ausatmen, zieh den Bauchnabel fest nach innen, Blick zur Decke. Und komm wieder nach oben. Und leicht anheben und wieder aufsetzen. Jedes Mal, wenn du den Fuß abhebst, ziehst du den Bauchnabel fest nach innen und aktivierst dein Powerhouse. Aus und ein. Noch einmal rechts. Aufsetzen. Noch einmal links. Und aufsetzen. Dann komm wieder Wirbel für Wirbel nach unten. Zieh kurz die Oberschenkel an deinen Brustkorb ran. Und
dann stell deine Beine auf. Komm Wirbel für Wirbel nach oben. Wir kommen zu einer Variation von The 100. Die Lendenwirbelsäule ist fest am Boden. Streck deine Arme nach vorne aus und pumpe dreimal. Dabei atmest du ein und dreimal aus. Ein, ein. Aus, aus, aus. Die Bauchdecke wölbt sich dreimal nach oben, dreimal nach unten. Richte deinen Blick nach vorne zu deinen Knien. Ein, ein. Aus, aus, aus. Ein, ein. Aus, aus, aus. Die Bauchdecke wölbt sich nach oben und zieh sie wieder nach innen. Nach außen, außen, außen. Innen, innen, innen. Hoch, hoch, hoch. Tief, tief, tief. Hoch, hoch, hoch. Tief, tief, tief. Letztes Mal. Und wieder nach unten. Und dann abrollen. Sehr gut. Dreh den Kopf locker nach rechts. Nach links. Und jetzt werden wir wieder einen kleinen Flow einbauen. Atme ein. Bring die Arme nach hinten. Ausatmen. Einatmen. Nochmal ausatmen. Und einatmen. Jetzt die schräge Bauchmuskulatur. Aus. Und ein. Aus. Und ein. Ausatmen. Abrollen. Einatmen. Leg die Arme seitlich ab. Ausatmen. Komm nach oben zu Basic Bridging. Halte hier, atme ein, ausatmen, rechter Fuß nach oben, einatmen, aufsetzen, ausatmen, Bauchnabel nach innen, linker Fuß, einatmen, aufsetzen, ausatmen, komm Wirbel für Wirbel nach unten, einatmen, nimm die Arme nach hinten, ausatmen, komm nach oben, einatmen, nach unten. Noch einmal, gerade nach oben aus und nach unten. Jetzt nach rechts aus, zur Mitte und nach links aus. Sehr gut. Und wieder zur Mitte. Komm nach unten, nimm die Arme nach unten, einatmen, ausatmen und nach oben aufrollen. Oben halten ein. Ausatmen, rechter Fuß nach oben, einatmen, lösen. Ausatmen, linker Fuß nach oben. Sehr gut. Und wieder nach unten. Ausatmen, Wirbel für Wirbel nach unten abrollen. Einatmen, bring die Arme nach hinten. Ausatmen, komm nach oben. Sehr gut. Einatmen, nach unten. Noch einmal ausatmen. Und nach unten einatmen. Dann geht's nach rechts. Aus. Und ein. Nach links. Ausatmen. Sehr gut. Und wieder nach unten. Aus. Einatmen. Nimm die Arme nach unten. Ausatmen. Zu Basic Bridging. Nach oben aufrollen. Atme ein. Ausatmen. Rechter Fuß. Einatmen. Ausatmen. Linker Fuß. Einatmen, ausatmen, Wirbel für Wirbel nach unten abrollen. Sehr gut. Dann zieh die Oberschenkel an deinem Brustkorb an, schaukle nach rechts und nach links. Und einmal in die Länge ziehen, lang strecken. Und dann die Beine beugen und komm über die Seite nach oben zum Sitzen. Und das war auch schon mein Power Pilates Programm für Anfänger. Ich hoffe, du hattest Spaß. Wenn du noch weitere Pilates Workouts mitmachen möchtest, schau dir doch einfach unseren Pilates Channel an. Hier gibt es ganz tolle Videos, alles kostenlos. Einfach abonnieren und dann hast du immer das aktuellste Programm.